Ja, ich endlich angekommen am Helipad und ja, Chicane, dann wollen wir mal. Elias. Ist Miller noch nicht da? Er ist mit McCreadys Team schon zu den Haupthangars aufgebrochen. Wir sollen sie dort treffen. Sind Sie bereit? Ja klar, sicher. Absolut. Los geht's. Warnung, nicht abgeschlossene Nebel werden abgebrochen. Möchten Sie jetzt wirklich gehen? Ja, möchte ich. Wirklich, aber ganz wirklich. Ja, dann mal los. Weiß er, dass es eine ernste Bedrohung ist? Ja, das ist schon klar. Hunderte von Menschenleben stehen auf dem Spiel. Hoffe, Sie irren sich, Jensen. Ich auch. Schön. Schön. Ziehen Sie Ihre Männer ab, bis ich mit Ihnen gesprochen habe. Miller out. Ja. Planänderung. Mac, Sie und Ihr Team stoßen zu unserem Team aus London. Sichern Sie die Umgebung, bis ich Ihnen sage, Sie sollen vorrücken. Jensen, wir beide sind auf dem Dach. Gibt es ein Problem? Ende des Gesprächs. Nähern uns dem Zielgebäude. Ihr Mantel, Sie werden ihn brauchen. Ich muss Ihnen nicht sagen, was los ist. Sie wissen, wie es läuft. Da unten sind Menschen. Radikale, Augmentierte. Die von der Welt ausgeschlossen wurden und glauben, die einzige Lösung bestehe darin, alles auf ihrem Weg zu zerstören. Ihr Schmerz mag berechtigt sein. Vielleicht sollte man ihnen zuhören. Aber nicht bei diesen Bedingungen. Auch wenn die Welt vor die Hunde geht, wir stellen uns gegen das Chaos. Alle Gäste dort unten zählen auf uns. Enttäuschen wir sie nicht. Nö. Direktor Miller, ich bin Nathaniel Brown. Danke, dass Sie die Sache diskret behandeln wollen. Wir hatten nicht wirklich eine Wahl. Sie haben mit dem Gesetz zur Unternehmenssouveränität gedroht. Ihre Abteilung in London hat einen ganzen Tag nach Bomben gesucht und nichts gefunden. Bomben sind nicht unsere einzige Sorge. Ich weiß, alle Speisen und Getränke wurden ersetzt. Ich habe zusätzliche Wachen von Tavos engagiert. Und alle haben Anweisungen, mit Ihrem Team zu kooperieren. Glauben Sie mir, ich nehme diese Drohung sehr ernst. Warum sagen Sie das Event dann nicht ab? Das ist nicht die erste Drohung von Extremisten gegen Safe Harbor. Optimierungsbefürworter glauben, wir nutzen ihr Leid aus und fördern weitere Fehlschläge wie Golem City. Und die Optimierungsgegner finden den Gedanken furchtbar, dass Augmentierte in Frieden leben. Die Absage dieses Events würde allen in die Hände spielen. Belehren diese Menschen? Straßen, Getränke, sind zusätzliche was man. Sie haben ja offensichtlich ja, das Problem ist nur, dass die Planer diesen Anschlag klüger sind als sie. Komm. Diese Männer sind keine gewöhnlichen Extremisten. Sie haben Talos Rucker ermordet und schieben der Augmented Rights Coalition die Schuld zu, falls ihr heutiger Anschlag gelingt. Ist das wahr? Woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir sind hier, weil eine glaubhafte Bedrohung für Sie und Ihre Safe Harbor Konferenz vorliegt. Diese Männer wollen Sie aufhalten.
Sie wissen von Ihrer Kampagne gegen das Humanrestitutionsgesetz. Sie wollen, dass es durchgeht. Opferzahlen sind Ihnen dabei völlig egal, aber uns nicht. Sie sind Agent Jensen, oder? Ja. David Zaref hat mir von Ihnen erzählt. Sie glauben es vielleicht nicht, aber auch ich rette heute Abend Leben. Das Leben Ihrer Leute. Auf der Gästeliste stehen mehrere Mitglieder des UN-Sicherheitsrats. Und ich werde Sie davon überzeugen, wie falsch dieses Gesetz ist. Talos Rucker konnte es nicht verhindern. Ich werde es schaffen. Wieso? Wo treffen Sie sie? In einem sicheren Konferenzraum hinter der Empfangshalle. Ihre Männer in London haben ihn bereits durchsucht. Egal. Ich will den Raum selbst sehen. Und Agent Jensen soll sich mit Tavos Security absprechen, während der Rest meines Teams das Gebäude erneut durchsucht. Diskret, versteht sich. Der Leiter unserer Tavos-Abteilung heißt Liam Slater. Er wartet in der Sicherheitszentrale auf Ihren Mann. Gehen Sie zu ihm, Agent. Und halten Sie McCready und mich auf dem Laufenden. Mr. Brown, zeigen Sie mir den Konferenzraum. Ja, dann mach mal hinne. Jetzt bin ich mal echt gespannt. Ja. Da müssen wir hin. Aber garantiert kann ich da hier irgendwo noch hin, ne? Oder? Was meint ihr? So. Gucken wir mal. Zack. Was ist hier? Oh. Da, siehst du wohl. Hm. Naja. Nö, nö. Nein. Oh! Ja, ja! Piep, piep, piep. Auch gut. Was denn dann da? Wusch! Zack. Eieieiei. Au, wow, 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 wow. Oh. Hm. Da hinten ist eine Tür. Wenn ich jetzt wüsste, was ich nicht wüsste, ja, dann wüsste ich mehr. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schalter. Warte mal. So. Nee, hier ist kein Schalter. Nein. Was ist hier? Gar nichts. Hm. Aber mich wundert es, dass es hier keinen Schalter gibt. Ja, dass man das ausmachen kann. Oh. Nee. Na gut, okay. Dann habe ich hier zwar was gefunden, aber nicht, was nützlich ist. Gut. Hol die Katz. Oh, da ist auch noch. Oh, vier. Die sind schon heftig. Ja. Na, gucken wir mal hier. Na, super. Was haben wir hier? Das funktioniert nicht. Nö. Zugriff verweigert. Mist! Scheiße. Nee, halt. Komm ich da hinten irgendwo hin? Nicht, dass ich jetzt wüsste. Aber ich will schon noch da rein. Ja. Absolut. Lockdown ist immer noch. Weißt du was? Wir haben da die Dinger da. Asiolekio mio. Ja. Ich will wissen, was da drin ist.
Zack. Zack, nee, den will ich gar nicht. Ich will diese Waffe. Nein. Und diese Waffe. So. Naja, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist ja eine Tür, ist es schon, aber die nützt mir auch nichts. Ist dahinter was? Nein. Hier zum Beispiel auch nicht. Na gut, komm. Dann gehen wir jetzt direkt dahin, wo wir hin sollen. Ja. Sicherheitszone. Alex, ich bin im Apex Center. Brown empfängt hier heute Abend Mitglieder des Sicherheitsrats. Sympathisanten der Opti-Rechte. Sie verstehen, dass Sie um jeden Preis geschützt werden müssen. Janice? Haben Sie mich abgehört? Entschuldigung, aber die Lage schien es zu erfordern. Falls ich heute Ihren Rat brauche, frage ich Sie. Die Illuminaten haben schon einmal versucht, die menschliche Evolution zu steuern. Und jetzt wollen einige von ihnen ihresgleichen offenbar vollständig auslöschen. Wir müssen sie aufhalten. Brown und die Leute, die er heute trifft, könnten die einzigen sein, die dazu in der Lage sind. Adam, Janice hat recht. Abwarten. Ja. Aber so weit von abwarten. Na gut. Oh, da. Na, du siehst mir aber... Was ist denn genau da, wo der weiße Punkt ist? Was ist das? Kann das Blut sein? Das sieht aus wie Blut. Er ist aber... Ja, ist Blut. Der Zugang zu diesem Teil des Gebäudes ist gesperrt. Nur für Sicherheitspersonal. Mhm, gut. Chief Slater erwartet mich. Mhm. Chief, genau. Er ist im Moment nicht da. Dringende Sache. Na ja, gut. Wegen dieser dringenden Sache bin ich hier. Tut mir leid. Für wen arbeiten Sie nochmal? Nee, angreifen, nicht reinlegen. Reinlegen. Ich hab nichts gesagt. Ich hab einen Termin mit dem Chief. Ich habe einen Termin mit Liam Stevens, Chief Liam Stevens. Und ich habe nicht viel Zeit. Funken Sie ihn bitte an. Ich tue noch mehr. Sie warten hier und ich sage Stevens persönlich, dass Sie ihn sprechen wollen. Okay? Ja, super. Na, das stimmt da vorne und hinten Miller, nicht. MacReady? Tavos lässt mich nicht rein. Ich habe mit einer Wache gesprochen. Hier stimmt was nicht. Nee. MacReady, hat Tavos Sie schon kontaktiert? Da, guck mal. Was merkwürdig ist. Mist, wenn das Gebäude schon kompromittiert wurde. Egal. Wir machen weiter wie geplant. Jensen, gehen Sie in Slaters Büro und finden Sie raus, was los ist. Verstanden. Mac, schicken Sie umgehend ein Team zur Unterstützung. Sind schon unterwegs. Aha. Halt, Sekunde. Das machen wir mal so. Was ist das hier? Komme ich hier hin? Aha, okay, hier kann ich lang. Aber ich will ja genau, ich will dann an dieses Dingen dran. Ja, warte mal. Komm, dann nehmen wir voll. Können die mich sehen? Ja klar, können die mich sehen. So, zack, Stufe 4. Ein Punkt nur. Machen wir das so. Auf jeden Fall. Kameras aus. Roboter. Ja, warte. Das aus. Alarm aus. So, Freunde. Dann wünsche ich euch viel Vergnügen. Wo ist...
So. Gucken wir mal so. Ja. Los, noch weiter. Mach sie nieder. Ja. Schön. Mach sie nieder. Ja. Wow. Hä? Ja, ich glaube, der ist nicht mehr. Nee. Sehr gut. Ja, lass die ruhig metern. Die Suche läuft. Oh, die ballern da rein. Alter, der nächste ist weg. Der hält ganz schön viel aus, der Kamerad. Aha, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Suche läuft. Das ist mir also egal, ob die Suche läuft. Ja. So. Jetzt beruhigt sich die ganze Chose wieder. Ah, jetzt gehen wir von hinten ran. Ja, ich will die... Ja, schauen wir mal. Okay. Ja, jetzt habe ich das schon wieder... Aber jetzt sind nur noch zwei da. Und die könnte ich beide kriegen. Kommt der hier hin? Wenn der hier hinkommt, ist er weg. Nee, der geht da rein. Ach. Was mache ich denn? Ist zu weit in der Ecke. Ja. Alles negativ. Verstanden. Weiter zum nächsten. Ja. Jawohl. Zack, hat sich erledigt für die beiden. Super. So liebe ich das. Und ob. Oh ja, ein Tool nehmen wir. Die werden wir wahrscheinlich noch brauchen. Warte, das Gerät hat hier ganz schön... Ah, schade. Ganz schön aufgeräumt. Ja. Ich bin zufrieden. Oh. Alt. Die nehmen wir. Komm, die Schockgranate nehmen wir auch. Da muss ich her. Aber nicht, wo ich hier drin war. Nope. Ach so, habe ich. So. Super. Können wir wegpacken. No. Oh. Eine Goldmaske mit Blut drauf sogar. Hm. Halleluja, sage ich dir. Lulliasocki. Boah, Blutlache. Hier ist wahrscheinlich jemand gestorben. Ja, wahrscheinlich ist es... naja. Nehmen wir. Was ist hier? Liam Slater. Aha. Also wissen die das, wer ich bin? Ja, auf jeden Fall. Gut. Habe ich auch.
Nun denn, weiter geht's. Sekunde. Da oben ist keiner. Was ist hier drin? Was zur Hose, Hacker? Oh, da ist aber auch ein Alarm. Wo komme ich hier hin? Ich will natürlich alles ausprobieren, was neben so halt so ist. Mit. Alter, was ist denn da unten? Alter, die haben sie alle niedergemacht. Da unten sind auch Tote. Ja. Ich weiß nicht, wo wir... Oh! Moment. Freunde der Südsee. Da haben wir doch was. Ja, aber... nein. Da anpassen. Zack. Machen wir erstmal so. Ja. Mehr. Der Code Red. Ja, ein ganz negativer. Finde ich schon. Der ist mega negativ. Das könnte natürlich auch dauern. Scheiße, jetzt wissen die, wo ich bin. Ist nicht gut. Daher, ohne runterzufallen. Da hinten an der Wand ist der. Ne, da unten. Der ist da unten. Wiedersehen. Nein.
Sehr gut. So, sonst noch jemand da unten? Nee, eigentlich nicht. Gut. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da unten reinkomme, da ist da garantiert ein Türschloss. Aber hundertprozentig. Lass mich mal anders. Noch anders da rangehen. Ja. Ja. Moment. Halt! Wo sind wir hier? Ah. Sehr gut. Wir machen die Tür mal zu. Moment. Ja. Sehen Sie nächste Woche die zweite Episode dieser Reihe, in der wir gut, haben wir nicht hier irgendwo einen Laptop? Irgendwo ein Laptop hier? Nee, wo wir die Kameras ausschalten können. Alter, die haben die alle richtig schön niedergemetzelt. Guck dir das an. Ja. Schweine hoch 3, ey. Ohne Reue, ohne irgendwas. Das interessiert die überhaupt nicht. Nee. Nehme ich. Alles wird so zum Hecken und. Alter, Wurmstoff. Oh ja. Die nehme ich besonders gerne. No. Credits, auch gut. Greifbar. Ah, und PDA. PDA ist gut. Der Neue fängt Mittwochabend an in Osteuropa. Ich glaube, er spricht Englisch, weiß aber nicht. Maxim, IT-Büro, und dass er Abläufen vertraut ist. Ja, wieso ist er damit vertraut? Das war hier einer von denen, ja sehr. Minimatrix. Nein. Nehmen wir Zubehörteile. Gut. Ich muss jetzt wohin? Da hoch. Aber hier muss doch irgendwo. Da kannst du mir doch nicht erzählen, dass hier kein Laptop ist, womit man die nicht ausschalten kann. Nee. Absolut nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Hier muss irgendwo ein Laptop sein. Auf jeden Fall. Aber ich sehe keinen. Nuke. Nuken. Rumnuken. Oh, Jemine. Das fängt ja schon gut an. Ohne ein... Was ist hier? Egal, als Reserve. Ja. Oh, hier haben wir noch was. Nö. Ey, sag mal, die haben hier keinen PC? Ne, das bringt mir gar nichts mehr. Muss doch hier irgendwo... Da oben muss ich hin. Ja. Oh, die Kamera, siehst du, das meine ich. Da muss doch irgendwo... Oh. Ja, das ist das, was ich jetzt... Hier ist keine Kamera. Kann die mich...
nicht sehen. Bis jetzt nicht. Mann, ich krieg Kotzen. Ich kann die Tür einfach so rein. Schön. Immer noch kein Nester Lobs. Anti-Software in ihrem Netzwerk. Ich brauche dafür eine Sicherheitsüberbrückungscode. Der Code 5359. Ei, halt! Netzwerkstand, keine Panik. Aha. Gut. Aber auch hier alle niedergemacht. Ja, Heimat, deine Sterne. Nein. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. Habe ich dich schon gehabt? Nein, du hast gerade. Oh, habe ich fast übersehen. Ernsthaft. Oh, nehmen wir auch. Stealth Software. Sag mal, warum ist hier kein Laptop? Oh, warum gucke ich nicht da mal nach? Wird zwar kein Laptop drin sein, aber... Oh, das war natürlich geil. Hoi. Hm, 5, 3, 5, 9. Und? Bin mal gespannt, jetzt aktivieren. Meine Freunde! Die Welt war dunkel in letzter Zeit. Aber wo es Dunkelheit gibt, sind auch Möglichkeiten. Und die müssen wir nutzen. Wir können das Licht zurück in die Welt bringen. Falls erforderlich, nehmen wir die Fackel auf und sorgen dafür, dass alle Augmentierten ein Leben in Würde führen können. Ich möchte einen Toast ausbringen. Miller, MacReady, auf den Monitoren sind noch mehr Eindringlinge. Hinten im Gebäude. Sie sehen aus wie vom Catering. Ich sehe den Bereich auch. Die falschen Tavos-Einheiten benutzen eine bewachte Sicherheitstür als Zugang zur Empfangshalle. Ach, Scheiße. Sie sind überall. Mitten unter den Gästen. Was haben die vor? Warum eröffnen sie nicht das Feuer? Jensen, irgendein Zeichen von Marchenko oder der Orchidee? Beide negativ. Miller, können Sie zu Brown? Ich bin unterwegs zu ihm, aber Jensen, wir müssen wissen, ob die Orchidee im Spiel ist. Gehen Sie runter und beschaffen Sie von einer der Wachen einen Schlüssel für diese Tür. Verstanden. Aber es wäre einfacher, wenn ich wüsste, wie viele Wachen es sind. Ich lade Ihre Patrouillenwege auf Ihre Retinalaugmentierung hoch. Aber da unten soll nicht die Hölle losbrechen, also machen Sie es geräuschlos. Mac, Sie stoßen schnellstmöglich zu Jensen. Ich bringe Brown in Sicherheit. Viel Glück. Aha. Also, lautlos. Na gut. Da kann ich nur das nehmen. Und das nehmen. Ja. Ja. Gut. Wo muss ich hin? Achso. Mich kotzt das jetzt nur an, dass ich so, dann gehe ich hier rum. Ja, ich dürfte jetzt normalerweise keiner sehen. Nee. Alles gut. Bis jetzt. Warum?
Warum verbrauche ich so viel Energie? Das ist mein Problem. Den habe ich noch nicht durchsucht. Doch schon, aber kann ich nicht gebrauchen. Nee. Die habe ich alles schon durchsucht. Ne? Ja. Gut. Zack. So, jetzt muss ich mich da durch die Menge schnetzeln. Na, hervorragend, ehrlich. Ne, Helipad brauche ich nicht empfangen. Ja, das ist richtig. Oh, Mann. Man gebe mir mehr. Oh ja, viel mehr. Na, elegant. Oh, da darf ich lang. Aha, sehr gut.